Das CERN. Die größte internationale Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Teilchenphysik mit einem jährlichen Forschungsbudget von über 1 Milliarde Euro. Am CERN sind ca. 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die aus über 85 verschiedenen Nationen stammen. Die Wissenschaftler am CERN widmen sich der physikalischen Grundlagenforschung. Sie versuchen also, Informationen über den Aufbau von Materie, also den Grundbausteinen, aus denen alles besteht, zu gewinnen. Dazu verwenden sie riesige Teilchenbeschleuniger, wie zum Beispiel den Large Hadron Collider, kurz LHC. Der LHC ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Sein Beschleunigerring misst einen Umfang von 26,6 Kilometer und beinhaltet über 9000 Magnete. Aufgrund seiner immensen Größe wurde der LHC unter der Erde gebaut. Das CERN befindet sich zusammen mit dem LHC in der Schweiz, genauer gesagt in Genf. Im LHC werden elektrisch geladene Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung beschleunigt, bevor sie in einer Sensorröhre kollidieren, also zusammenknallen, möglicherweise verschmelzen und dann wieder zerfallen. Die zerfallenden Bruchstücke werden in der Röhre detektiert, sodass Informationen über das vorher dagewesene, fusionierte, vielleicht neue Element gewonnen werden können. Der wohl berühmteste Sensor im LHC ist der ATLAS. Einer von 7 Sensoren im LHC-Beschleunigerring. Wie ultimativ und gigantisch diese Geschwindigkeit der Teilchen ist, lässt sich kaum in Worte fassen. Nur Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie ist imstande, die Bewegung der Hochgeschwindigkeitsteilchen noch zu beschreiben. Die klassische Physik versagt an dieser Stelle völlig. Es ist eine physikalisch-technische Meisterleistung, dass die beschleunigten Teilchen weder die Beschleunigerwände noch sich gegenseitig beim Beschleunigen berühren. Dazu sind präzise Berechnungen und Aufbauten notwendig. Der Schlüssel dieser physikalischen Meisterleistung ist die Lorentzkraft, um die es heute in diesem Video geht. In der Schule stehen 2 Experimente zur Lorentzkraft im Vordergrund. Zum einen die Leiterschaukel im Magnetfeld und zum anderen das Fadenstrahlrohr. Das Fadenstrahlrohr ist im Vergleich zur Leiterschaukel mega interessant. Deshalb zeige ich euch das Experiment zur Leiterschaukel nur kurz und erläutere an ihm die Wirkungsweise der Lorentzkraft. Jetzt definieren wir mal die Lorentzkraft. Die Lorentzkraft ist die Kraft, die eine Ladung in einem elektrischen oder magnetischen Feld erfährt. Ein Magnetfeld übt dabei Kraft auf bewegte Ladungen aus, während ein elektrisches Feld auf unbewegte und bewegte Ladungen gleichermaßen wirkt. Uns interessiert nur die Wechselwirkung bewegter Ladungen mit Magnetfeldern. Das Magnetfeld übt also eine Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter aus. Die Richtung der Kraft lässt sich über die rechte Handregel veranschaulichen. Die rechte Hand nehmen wir deshalb, weil wir mit der technischen Stromrichtung arbeiten. Der Strom fließt also vom elektrischen Plus- zum Minuspol. Magnetische Feldlinien sind immer in sich geschlossen, verlaufen aber vom Nordpol, hier rot eingefärbt, zum grünen Südpol. Der Zeigefinger zeigt genau in diese Richtung. Der Strom in meinem Experiment hier fließt von vorne nach hinten durch den Leiter, sodass der Daumen, der die Stromrichtung repräsentiert, auch nach hinten zeigen muss. Strecken wir nun den Mittelfinger im 90-Grad-Winkel zu den anderen beiden Fingern aus, die ebenfalls im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, erkennen wir, in welche Richtung die Leiterschaukel von der Lorentzkraft ausgelenkt wird. Die Beobachtung bei der Versuchsdurchführung bestätigt diese Vermutung. Durch das Drücken des Tastschalters wird der Stromkreis geschlossen. In diesem Moment fließen elektrische Ladungen durch die Leiterschaukel. Je größer der fließende Strom, desto größer ist auch die Lorentzkraft. Die Leiterschaukel wird dann weiter ausgelenkt. Die Lorentzkraft, die auf die Leiterschaukel wirkt, kann mit der Formel FL gleich I mal L mal B berechnet werden. I ist die Stromstärke des Stroms, der durch den Leiter fließt. L ist die Länge des im Magnetfeld befindlichen Leiterschaukelstücks und B die magnetische Flussdichte oder einfacher die Magnetfeldstärke. Genug von der langweiligen Theorie. Kommen wir zum geileren Teil des Videos, in dem wir uns dem Fadenstrahlrohr widmen. Mit diesem Gerät kann bewiesen werden, dass die Lorentzkraft tatsächlich auf die bewegten elektrischen Ladungen in der Leiterschaukel wirkt und nicht etwa auf die Eisenatome, aus denen unter anderem die Leiterschaukel besteht. Elektronen sind eben diese elektrischen Ladungen und im Fadenstrahlrohr werden Elektronen sichtbar gemacht.
Ein glühender Draht setzt Elektronen frei, die dann kanonenkugelartig aus der Kathode herausgeschossen werden. Das bläuliche Schimmern entsteht durch die Wechselwirkung der Elektronen mit einem Gas, das dann zu leuchten beginnt. Die beiden Spulen, Helmholtz-Spulen genannt, erzeugen ein einstellbares homogenes Magnetfeld im Inneren beider Spulen. Und siehe da, es ist möglich, durch ein Magnetfeld die Elektronen auf eine Kreisbahn zu zwingen. Je größer das angelegte Magnetfeld ist, desto kleiner ist der Kreisdurchmesser der Elektronenflugbahn. Berechnen könnt ihr den Bahnradius über den folgenden Zusammenhang. Die auf die bewegten Elektronen wirkende Lorentzkraft entspricht hier der Zentripetalkraft, sodass gilt, Lorentzkraft ist gleich Zentripetalkraft. Und das ist auch gleich Q mal V mal B gleich mv² durch R. Ein V kann hier gekürzt werden, sodass für den Kreisbahnradius nach Umstellung übrig bleibt, m mal V durch Q mal B ist gleich R. Durch das Verdrehen des Fadenstrahlrohrs können noch interessante Lichteffekte erzielt werden, die ihr euch jetzt anschauen könnt, ohne dass ihr meiner Stimme weiter lauschen müsst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei Fragen und Anregungen nutzt doch die Kommentarfunktion, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und empfehlt ihn weiter, natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Stay tuned, bis bald!